Ich teile dann gleich einmal meinen Bildschirm mit Ihnen. So, und darf Sie nun ganz offiziell begrüßen zu diesem Digitalk, der auch im Rahmen des eBMUG stattfindet, des eBMUG Fokus. Ich darf Sie dazu herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie an diesem Nachmittag da sind. Wie es meine Kollegin Karin Kulmer schon gesagt hat, dieser Digitalk wird aufgezeichnet. Sie stimmen dem mit Ihrer Teilnahme zu. Sie können sich aber unsichtbar schalten, wenn Sie das nicht möchten. Ja, ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Müller-Simone von Conedu und ich darf diesen Digitalk heute moderieren, darf Sie durch den Nachmittag-Abend führen und darf an dieser Stelle auch gleich hinweisen auf unseren Fördergeber, ohne den unsere Veranstaltung gar nicht möglich wäre. Das ist das österreichische Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Das fördert eben diese Veranstaltung und ich möchte da an dieser Stelle Danke dafür sagen. Bedanken darf ich mich jetzt gleich auch bei meinen Kolleginnen, die auch dabei sind, die heute sehr zahlreich vertreten sind, weil es sehr viele verschiedene Rollen in diesem Webinar gibt und die einfach vielfach unterstützen werden. Das sind Birgit Aschemann, Karin Kulmer, Beatrice Kogler, Martina Linsberger und Bianca Halb. Ja, noch ein paar organisatorische wenige Hinweise. Wir haben es schon gesagt, die Aufzeichnung wird auch nicht in den Breakout-Sessions, in denen wir heute hauptsächlich arbeiten werden, sein. Es gibt ein Protokoll in jeder Session, darum werden sich meine Kolleginnen und ich kümmern. Wir werden damit protokollieren, darum müssen Sie sich quasi nicht kümmern. Das hilft den Teilnehmerinnen, die heute eben nicht dabei sein können, und aber auch Ihnen, weil Sie werden sehen, es wird verschiedene Sessions geben und Sie werden wahrscheinlich nicht überall teilnehmen können, was Sie auch interessieren könnte. Sie haben dann aber eben die Gelegenheit, das nachzulesen im Protokoll. Wenn Sie eine Teilnahmebestätigung möchten für diesen Digitalk, dann würde ich Sie bitten, bis zum Ende mit Ihrem echten Namen dabei zu bleiben. Sie bekommen dann am Schluss ein Formular, das ist auszufüllen, und dann wird Ihnen die Teilnahmebestätigung sehr zeitnah zugesendet. Aber ich sage es jetzt noch für alle dazu, die aus dem eBMUG Fokus kommen: Die Teilnahmebestätigung ist nicht notwendig für den Abschluss des Kurses. Ja, so viel zum Organisatorischen. Jetzt können wir eigentlich auch gleich zum Inhalt gehen. Unser Thema ist ja heute das Weiterlernen in der digitalen Erwachsenenbildung. Unter diesem Motto steht dieses Mini-Barcamp. Und zu Beginn möchte ich eben gleich das Format ein bisschen erklären, also wie funktioniert ein Barcamp. Und dazu vielleicht auch die grundsätzliche Anmerkung noch vorab. Beim Barcamp handelt es sich ja eigentlich, sage ich jetzt, um eine Tagungsveranstaltung, ja, wo man ja schon einmal 2 Tage Zeit hat, Vormittage, Nachmittage mit Sessions füllt. Wir führen das jetzt in einem Mini-Format durch, in 2 Stunden. Natürlich hat das seine Einschränkungen, vor allem zeitlicher Natur sind diese Einschränkungen. Aber das Grundprinzip des Formats, des Mini-Barcamps, des Barcamps bleibt natürlich gleich. Und ich werde jetzt einfach gleich beginnen zu erklären, was ein Barcamp ist. Ja, Sie haben es vielleicht bemerkt, es gibt kein Programm. Also wir haben wirklich nur den zeitlichen Rahmen vorgegeben und den Rest, den machen eigentlich Sie, weil Sie die Teilnehmenden sind, auch die Hauptteilgebenden in diesem Format. Also dieses Format lebt wirklich von dem, was Sie einbringen. Und auch mit Ihren Dingen, die Sie einbringen, gestalten wir dann gemeinsam den Sessionplan, gemeinsam unser Programm. Aber bevor Sie jetzt einen Erwartungsdruck auf sich selbst vielleicht aufbauen, Sie müssen jetzt keine vorbereitete Stunde haben oder keine vorbereitete, ja, Inhalt oder irgendwas. Also Sie können natürlich einen Input bringen, Sie können aber auch einen Austausch initiieren zu einer Frage, die Ihnen wichtig ist. Sie können irgendein Thema diskutieren, Sie können Ideen sammeln, Sie können eine Frage in eine Session mitnehmen und die mit Ihren Kolleginnen und Kollegen diskutieren. Also es ist wirklich ganz offen, alles ist möglich. Wichtig ist wirklich nur, dass Sie sich beteiligen, Ihre Interessen einbringen, Ihre Themen einbringen und Ihre Expertise eben einbringen und sich da kollegial austauschen. Ja, das ist einmal so allgemein, wie läuft ein Barcamp? Ich werde jetzt noch ins Detail gehen, also wie es bei uns jetzt wirklich ausschauen wird, und dann gehen wir das Step für Step gemeinsam durch. Aber vielleicht vorab, gibt es zum grundlegenden Ablauf, zum grundlegenden Charakter von diesem Barcamp noch irgendwelche Fragen? Sie können sich einfach hörbar schalten und mir die Fragen einfach zurufen, wenn es denn welche gibt. Und wenn ich nichts höre, dann
dann gehe ich einfach weiter. Und wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie die natürlich auch in den Chat posten. Meine Kolleginnen werden Ihnen natürlich da die Fragen beantworten. Das gilt auch für Technikfragen. Ja, wie wird das Barcamp bei uns ausschauen? Also der nächste Schritt, den wir jetzt gemeinsam gehen werden, dann wird die gemeinsame Themenfindung sein. Da würde ich Sie eben bitten, Ihre Themen einzubringen. Sie sind dann die sogenannte Sessiongeberin oder der sogenannte Sessiongeber, der eben ein Thema einbringt. In der Session selbst dann haben Sie als Sessiongeberin die Verantwortung eben für das Thema. Sie bringen das Thema eben ein, Sie bestimmen das Format. Also ist das jetzt ein Input, ist das jetzt eine Austauschrunde, ist das jetzt, ich weiß nicht, ein Brainstorming zu irgendwas. Bitte achten Sie beim Thema nur darauf, dass eine Beteiligung möglich ist. Also wenn es geht, tun Sie einfach nicht eine halbe Stunde vortragen, sondern schauen Sie, dass gut der Austausch einfach gut gewahrt bleibt. Und Sie sind bitte als Sessiongeberin in der Session selbst auch für die Moderation zuständig. Also einfach vielleicht, ja, wie Sie das möchten, dass Sie halt die Diskussion gestalten. Und eine Person von Conedo wird auch in den Sessions sein, eben, wie ich schon erwähnt habe, zum Protokollieren. Wir sind dort stumm geschalten und sind wirklich nur im Hintergrund da, eben fürs Protokoll, damit Sie sich da darum nicht kümmern müssen. Wir haben das jetzt so geplant, dass unsere Session in etwa 30 Minuten haben werden. Es ist relativ kurz, aber wie ich schon erwähnt habe, ist das ja ein Mini-Barcamp und wir müssen da einfach zeitlich ja, ein bisschen strikter sein. Wir schauen einmal, was sich ergibt. Wir hoffen so auf 4 bis 5 Sessions parallel, aber das werden wir dann auch noch schauen, wie viele Sie Bedürfnisse haben und wie viele Wünsche Sie dann eben auch einbringen. Wir haben geplant, 2 Durchgänge zu machen, also um das wirkliche Barcamp-Feeling sozusagen hervorzurufen, ist eben eine Session mit 30 Minuten, dann haben wir 5 Minuten Pause dazwischen, wo wir uns einmal sammeln können, wieder zurück ins Plenum kommen, wo wir eine Biopause einlegen können oder was auch immer. Und dann geht es eben weiter mit einer zweiten Session, auch wieder mit 30 Minuten. Und dann würden wir eben noch einen gemeinsamen Abschluss im Plenum machen. Ja, ich sehe einige nicken. Das ist gut. Wenn grundsätzlich alles klar ist, dann würde ich sagen, wir gehen eigentlich ans Herzstück des Barcamps, nämlich an die Themenfindung. Dazu beende ich mal meine Bildschirmteilung und bitte dich, Birgit, mit unserem Board, unser Board hier zu teilen. Ja, super, da ist es ja schon. Und Sie, liebe Teilnehmende, würde ich bitten, jetzt Ihre Vorschläge einzubringen. Meine Kollegin wird die da mitnotieren. Und wir können diese Vorschläge danach voten. Das Voting dient einfach nur dazu, dass wir dann ein bisschen einen Überblick haben, wie beliebt die einzelnen Sessions sind, sodass wir dann besser planen können. Wie tun Sie jetzt Ihre Session-Vorschlag einbringen? Ich bitte Sie dazu, unten in diesen Banner auf Reaktionen zu gehen und dann die Hand zu heben. Das hat den Sinn, dass ich Sie einfach sehe, weil Sie werden dann vorgereiht und dann sehe ich Sie einfach, wenn Sie etwas sagen möchten. Und wenn ich Sie dann aufrufe, dann können Sie Ihre Mikro freischalten und mir einfach sagen, welche Session Sie gerne anbieten möchten. Bitte. Immer nur zu. Wer mag? Ja, Ulrich Ibens, bitte. Ja, hallo zusammen. Also ich habe eine Session-Idee und zwar suchen und gegebenenfalls finden und veröffentlichen von offenen Bildungsressourcen. Ich würde euch ein paar nützliche Seiten und Suchmöglichkeiten zu offenen Bildungsressourcen zeigen und auch integrativ meine Anwendung von der CC0-Lizenz für Gruppenarbeiten. Wir dokumentieren die Session gemeinsam und können die Ergebnisse dann alle weiter nutzen. Ich hatte so 15 Minuten Input gedacht und danach 15 Minuten Austausch. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Julia Kocke, bitte. Also ich habe mir so spontan gedacht, was mir noch so fehlt, ist so eine, wenn man sich online trifft mit netten und spannenden Kolleginnen und Kollegen, wie kann man diese netten Kontakte ausdehnen? Also wie kann man nachhaltige Beziehungen quasi online halten auch? Also auch in dem Sinne, dass man vielleicht so eine Austauschgruppe hat, wo man auch mal was testen kann, wo man mal einen Ratschlag bekommt und so. Ich habe das schon 1-2 Mal probiert und das ist dann irgendwie immer so ein bisschen eingeschlafen. Und ich frage mich, woran liegt das und wie kann man das besser machen? Das war so, ja, das, womit ich, also was ich noch gerne so hätte, weil ich Einzelkämpfer bin
Und ja, das fände ich ganz gut. Okay, also der Wunsch nach längerfristiger Vernetzung und wie Ja. kann es gehen sozusagen. Ja, wunderbar, vielen Dank. Wo sind die Hände? Wer möchte noch? Wer hat eine Frage, die ihm oder ihr schon längst unter den Nägeln brennt? Noch kein Kurs hat sie je beantworten können. Man braucht einfach die Kolleginnen und Kollegen dazu. Also ich heb schon länger die Hand, aber irgendwie Oh. glaube ich, wird das vielleicht nicht gesehen. Hallo, hier Angela. Ja, hallo. Hört sie mich eh? Ja, hören tut man sie gut. Gut. Meine Idee wäre eine Austauschrunde, wo ich jetzt selber nicht so, also aus meiner Erfahrung schon beitragen kann, aber es geht wirklich ganz stark um den Austausch. Und zwar zum Thema, wie der Spagat zwischen Qualität und Rahmenbedingungen bei der Planung von Bildungsformaten gelingen kann, die sowohl analog, hybrid und digital funktionieren sollen. Weil jedes Format hat ja eigentlich andere Anforderungen und in der Planung würde man das eigentlich anders angehen. Es wird ja nie mehr stärker gewünscht, dass man kurzfristig auch ändert, aber wir können das nicht mehr so machen wie in der ersten Corona-Zeit einfach Präsenz planen und digital dann durchführen. Also muss man eigentlich schon in der Planung sich irgendwie was überlegen. Und da geht es dann ganz stark darum, irgendwie, wenn man eine hohe Qualität haben will, dass es die eine Sache und dem einzelnen Format gerecht wird. Aber wie schafft man das dann auch mit den Rahmenbedingungen bezüglich Trainer, Trainerinnen, Honorare? So. Ist das nachvollziehbar? Ja, für mich ja. Und ich sehe großes Nicken in der Gruppe. Also ja, danke vielmals für diesen Session-Vorschlag. Manuela Burger möchte auch noch einen Session-Vorschlag bringen. Ja, einen schönen Nachmittag in die Runde. Hallo. Ich glaube, ich schließe ein bisschen an meine Vorrednerin mit einem Gesichtspunkt, nämlich dem, was bedeutet das digitale Lernen, veränderte Lernformen im Hinblick auf die Qualifizierung, Höherqualifizierung der Vortragenden und Lehrenden. Wie können das Bildungsanbieter, Bildungsanbieterinnen für ihre Vortragenden machen? Aber wie können auch ja, Trainer, Trainerinnen, was braucht es für neue zusätzliche Kompetenzen? Worauf gilt es zu achten? Was muss sie wissen, wenn ihr Hybrid plötzlich arbeiten muss? Sie kriegen einen Auftrag, das Seminar muss jetzt plötzlich Hybrid stattfinden. Was bedeutet das als Vortragende? Aber was bedeutet das auch für Bildungsanbieter? Je nachdem, woher die Teilnehmenden in der Gruppe kommen, können wir uns da ja auf die Anbieterseite oder auf die Vortragendenseite begeben. Sehr fein, danke schön, Manuela Burger. Ich sehe jetzt gerade keine Hände. Ich hoffe, es liegt nicht an meiner Ansicht. Sonst bitte einfach schreien. Ja, Maren Sattke, bitte. Ja, also ich habe eigentlich als auch nicht wirklich einen Input vorbereitet, sondern es ist eine Frage, die mich beschäftigt, die jetzt vielleicht ein bisschen, ich hoffe, sie ist nicht zu artfremd, sondern meine ganz konkrete Frage ist, wie motiviert oder aktiviert man Leute zur Partizipation in Foren? Ich arbeite im EU-Projektmanagement-Bereich, im Bereich Erwachsenenbildung und wir haben immer wieder Projekte und Projektpartnerschaften, wo angedacht ist, ein Forum zu einem gewissen Thema zu machen und diese Foren sind meistens totgeweiht. Da postet man dann selber gerne was, damit was drinnen ist. Und mich würde einfach interessieren, also wir haben jetzt gerade wieder ein Projekt eben, wo das ansteht, haben uns dazu auch ein paar Strategien schon überlegt und ich würde ganz gerne einfach wissen, ob es anderen ähnlich geht oder ob sich andere schon Gedanken gemacht haben oder erfolgreich diese wenig lebendigen Foren zum Leben erwecken konnten. Und ich habe eine Einschränkung, ich muss um kurz vor 18 Uhr weg, also wenn, dann müsste ich vielleicht in der ersten Runde sein, wenn es überhaupt diskutiert wird. Bitte. Danke, werden wir uns merken. Dankeschön. Erste Runde, sehr gut. Danke für diesen Session-Vorschlag. Dann habe ich noch den Ulrich Huemer. Ja, kann man mich hören?
Ja, hallo, guten Abend. Ich habe erstmal eine Frage zur Planung noch. Suchen wir jetzt 10 verschiedene Themen, die wir auf 2 Sessions aufteilen, oder werden die Sessions einfach wiederholt mit anderer Aufteilung? Das war mir noch nicht klar. Die Session-Wiederholung ist nicht geplant. Also die Sessions werden wirklich so aufgeteilt. Also wenn wir jetzt 10 Sessions haben, dann werden sie eben auf 2 Slots A5 Räume aufgeteilt. Okay, also ich selber habe sozusagen gar nichts vorbereitet. Was mich interessieren würde, ist mit anderen Kolleginnen, Kollegen gemeinsam zu diskutieren, was das alles speziell für den DATS-Unterricht bedeutet. Ich weiß, es gab nebenbei auch Arbeitskreise, die sich genau mit den Fragen beschäftigt haben. Da war ich nicht dabei. Ich habe es einfach zeitlich auch nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, das heute nochmal hier einzubauen, aber prinzipiell wäre das mein Interesse, das darauf sozusagen nochmal näher einzugehen. Also weil viele Formate, die wir hier diskutieren, für den DATS-Unterricht, glaube ich, ziemlich ungeeignet sind und andere sehr interessant, und das darüber, ja, würde ich gerne nochmal reden. Ja, wunderbar, danke. So, wir stehen bei 6 verschiedenen. Wer mag noch? Wer hat eine Frage? Wer möchte etwas einbringen? Bitte trauen Sie sich. Wie schon gesagt, das ist kein Problem, wenn Sie nichts vorbereitet haben. Es reicht auch, Ideen zu etwas zu sammeln, sich auszutauschen, zu vernetzen. Wir haben eh schon sehr viele gute Beispiele, die jetzt schon vorangegangen sind. Was treibt Sie so um? Worüber wollten Sie schon immer mal reden mit den Kollegen, Kolleginnen? Beschäftigt Sie? Was fragen Sie sich in letzter Zeit? Es soll wirklich Ihre Veranstaltung sein, sonst fällt uns natürlich auch noch was ein. Aber Nadine Hamacher, bitte. Hallo. Ja, ich hätte eine Frage, Austauschthema, vielleicht wie man Bildung für nachhaltige Entwicklung gut mit digitaler Bildung in Einklang bringen kann, weil wir zum Beispiel jetzt auch Selbstlernkurse gestaltet haben, aber die sich ja meiner Meinung nach oder unserer Ansicht nach nicht wirklich mit BNE in Verbindung bringen lassen. Und ja, bei reinen Online-Formaten finde ich es auch eher schwierig. Also vielleicht haben da erfahrene Leute noch Ideen. Vielen herzlichen Dank. Dann habe ich noch Sabine Zinke. Ja, hallo. Und zwar, ich habe jetzt auch nichts vorbereitet, ich weiß halt, ob ich moderieren kann, aber ich stelle mir die Frage, also ich bin in der Seniorenarbeit tätig und das ist so ein ganz schwieriges Thema. Die jetzigen Senioren an die Digitalisierung quasi zu beteiligen, und zwar so, dass keine Ängste da sind. Ja, also da einfach ein Austausch, also ob es vielleicht Ideen gibt, wie man das machen könnte, wie man die Menschen quasi dazu bringt, an solche Dinge teilzunehmen. Also da fängt leider das Problem schon an, dass sich da eben Menschen eher, also gerade unser Klientel, sich nicht anmeldet bei so Angebote, weil die bieten wir an mittlerweile, aber die Nachfrage ist da sehr gering. Und wie man das irgendwie schmackhaft machen kann und so diese Angst vor der Technik irgendwie zu nehmen. Halt im Moment bei der jetzigen Generation ist das nur so. Das wird sich in 10 Jahren sicherlich ändern, aber im Moment ist das nur eher unser Thema. Okay. Wunderbar. Dankeschön. Claudia Sparri, bitte. Sie müssten noch Ihren Mikro einschalten, man hört Sie leider noch nicht. So, jetzt, Entschuldigung. Ja, perfekt. Hallo. Ich würde gerne in den Austausch gern und die Frage diskutieren, inwiefern sich die hybriden Formate durchsetzen werden, beziehungsweise angenommen werden. Und hier interessiert mich vor allem das hybride Format über eine Kleingruppe hinaus, also wirklich für größere Gruppen, also mit 20, 50, 100 Leuten. Also das würde mich, und mehr, das würde mich interessieren. Preise,
kann man es bepreisen, unterschiedliche Bepreisung, was kostet es und so weiter. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Kriegen wir die 10 noch voll? Mag noch eine Person. Gibt es noch irgendeine Frage, irgendein Thema? Ulrich Iwens, bitte. Ja, ich hätte noch, wenn das gewünscht ist, eine zweite Session anzubieten und einfach mal ein bisschen ausprobieren von kollaborativen, freien Tools zur Online-Zusammenarbeit, also beispielsweise Hedgehog, SpaceDeck und einen ganz normalen Etherpad. Also einfach ohne großen Input mal würde ich ein paar Sessions aufmachen und dann kann man die mal ausprobieren, sich darüber unterhalten und Einsatzmöglichkeiten eruieren. Genau, eine Werkstatt-Session, so ist gemeint. Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank. Das sind unsere 10. Mehr Platz haben wir sowieso nicht, also werde ich Sie nicht weiter motivieren. Ich hoffe, jeder und jede hat alles sagen können und alles anbringen können, was er oder sie möchte. Unser nächster Schritt gemeinsam wäre jetzt, diese 10 Vorschläge zu bewoten, einfach nur, damit wir den Sessionplan gut machen können, damit wir ein Stimmungsbild haben, wie viele Leute ungefähr in einer Session sein werden. Und zu diesem Zweck wird Ihnen jetzt meine Kollegin einen Link in den Chat posten und Sie können dann auf diesen Link klicken und kommen dann zu diesem Board, das Sie eh schon sehen. Und wenn Sie auf diesem Board sind, dann können Sie eben bei diesem, da ist ein hochgestellter Daumen, da können Sie ein Vote abgeben, indem Sie einfach draufklicken. Sie haben insgesamt 3 Votes, aber immer nur eines pro Kärtchen. Und indem Sie eben auf diesen Daumen klicken, können Sie das Vote dazugeben und es auch wieder wegnehmen, wenn Sie sich es anders überlegen sollten. Genau. Vielleicht, Birgit, tust du das eh gerade demonstrieren? Ja, danke schön. Sie sehen also, das funktioniert ganz einfach. Sie müssen halt bitte zu der Themensammlung Mini Barcamp scrollen. Es gibt noch einen zweiten Bereich auf diesem Board, der nennt sich Sessionplan. Da finden Sie jetzt noch nichts, den werden wir erst befüllen. Und Sie können mit dem Voting eigentlich jederzeit starten, sobald Sie auf den Link geklickt haben. Bitte, Sie können 3 Votings abgeben. Was interessiert Sie am meisten? Welche Session finden Sie am besten? So, es geht schon langsam los. Und wenn ich dich richtig verstehe, Simone, dann ist es ja keine Verpflichtung, dann in diese Session zu gehen. Genau, danke für die Ergänzung. Selbstverständlich ist es keine Verpflichtung. Also es ist wirklich, wie schon erwähnt, nur das Stimmungsbild. Sie können in jede Session gehen und wenn das Voting aus irgendwelchen Gründen bei Ihnen nicht funktionieren sollte, können Sie Ihre Session der Wahl trotzdem natürlich besuchen. Oder Sie schreiben uns einfach bitte in den Chat. Link noch einmal einblenden. Ich sehe den Link nicht. Ich kann nicht draufklicken. Ich tue ihn gerne noch einmal in den Chat oder meine Kollegin hat das gerade getan. Dankeschön dafür. Danke. Und wenn Sie wirklich Probleme haben beim Voting, dann können Sie auch in den Chat schreiben, Ihre Lieblingssessions und wir benotieren die mit und zählen die dann sozusagen einfach dazu. Aber ich sehe, bei sehr vielen hat es auch schon gut funktioniert. Es steigen die Votings. Perfekt. Sieht sehr gut aus in der Beliebtheit. Alle recht gleich. Wunderbar. Ich sehe eine Frage im Chat, ob das auch mit dem Smartphone geht. Sie meinen das Voting? Das geht auch auf dem Smartphone, ja. Genau. Ja, ich gebe noch ein paar Sekunden für all jene, die vielleicht noch nicht gewotet haben. Aber es scheint bei allen gut zu funktionieren. Wunderbar. Gut. Nachdem ich viel Nicken wahrnehme, traue ich mich jetzt sozusagen das Voten zu beenden und mit Ihnen weiterzugehen eben in die Erstellung des Sessionplans.
Wir haben ja schon von Frau Maren Sattke gehört, dass sie gerne in der ersten Runde wäre. Dann darum würde ich dich gleich bitten, Karin, die Frau Sattke einfach in den ersten Raum, im ersten Slot zu ziehen. Vielleicht eine Randbemerkung. Normalerweise wäre jetzt auch Platz für alle möglichen Sonderwünsche. Wir können dem nicht ganz gerecht werden. Also dieser einer geht natürlich, aber wir haben einfach diese zeitlichen Ressourcen gerade nicht, dass wir sehr viele extra Wünsche jetzt berücksichtigen können. Wir hoffen einfach, dass es trotzdem für Sie gut passt. Ja, nachdem Ulrich Evans zwei Sachen anbietet und er das nicht gleichzeitig tun kann, müssen wir ihn bitte einmal in Slot 1 platzieren und einmal in Slot 2. Genau. Wunderbar, danke schön. Und dann schauen wir noch, ob es besonders beliebte gibt. Ja, die hybriden Formate. Tja, nachdem alle relativ gleich beliebt sind, können wir da jetzt fast schwer sagen. Ich würde mal sagen, wir tun die Höherqualifizierung. Entschuldige, jetzt hast du die hybriden Formate schon in der Hand, da passt auch. Ich hätte die Session 4 hätte ich jetzt in den Raum 2 getan. Ja, genau. Super, danke schön. So, dann würde ich sagen, die nachhaltige Beziehung online halten von Julia Kocke könnten wir in den Raum 3 geben, im Slot 1. Und danach, also auch im Raum 3, Slot 2, den Spagat Qualität, Rahmenbedingungen bei Planung, also das Thema 3. Ich sehe noch keine ganz großen Einwände und bin daher beruhigt. Jetzt sind es die hybriden Formate, unsere sehr beliebten. Ich gehe jetzt einfach so vor, dass da haben weniger Leute gestimmt, also würde ich sagen in Raum 4 die hybriden Formate. Genau. Dann können wir das Thema 7 in den Raum 4 geben beim Session Slot 2. Und die anderen, ja, ich glaube, einfach. Vielleicht nehmen wir die sieben Personen, das Thema 6 in den Raum 5, Slot 1, genau. Und das restliche Thema eben auch noch in, genau. So, dann sehen Sie hier sozusagen unser Programm für heute. So wird es ausschauen. Das Ganze wird in Unterräumen stattfinden, die meine Kollegin anlegt. Und denen können Sie dann beitreten. Das funktioniert so, dass sobald diese Unterräume angelegt sind, sehen Sie unten bei diesem Balken wieder Breakout Sessions. Und wenn Sie das anklicken, dann können Sie den jeweiligen Raum anklicken und beitreten. Grundsätzlich ist es möglich, dass Sie zwischen den Sessions wechseln, wenn Sie sagen, Sie können sich partout nicht entscheiden. Sie können dann den Meetingraum auch wieder verlassen. Dass die Breakout-Session verlassen, mit Raum verlassen oder den Raum wechseln, aber bitte nicht das Meeting verlassen, weil sonst würden Sie rausfallen. Da wir aber nur sehr kurze Sessions haben, würde ich Ihnen nicht unbedingt empfehlen, sehr viel zu wechseln, weil sich sonst einfach, ja, weil man sonst nicht ins Arbeiten kommt, wenn man alle 10 Minuten wechselt. Aber wenn Sie wirklich am Anfang merken, oh, das ist jetzt gar nichts für mich, dann haben Sie natürlich noch immer die Möglichkeit zu wechseln. Genau, das wird dann 30 Minuten lang dauern. Dann werden Sie automatisch zurückgeholt und dann werden wir eben 5 Minuten Pause machen und dann startet die nächste Session. Ja, gut. Es kann losgehen sozusagen. Karin, du hast sicher die Räume schon erstellt. Mhm. Super, dann können Sie sich auch schon zuteilen und meine Kolleginnen und ich werden auch in die Räume hüpfen und eben protokollieren und wir sehen uns dann wieder bei der Pause. Genau, und für alle, die jetzt vielleicht noch keine Breakout-Session sehen können, ist kein Problem. Sie können mir natürlich auch gerne in den Chat schreiben, wenn Sie zu einer Session eingeladen werden möchten. Ich werde jetzt auch gleich meinen Bildschirm noch einmal teilen, damit Sie dann auch noch einmal die Session sehen können, wenn Sie da noch sich noch entscheiden möchten. Einen kurzen Moment. Genau, und ich öffne mir jetzt auch noch einmal den Chat daneben. Also wenn es irgendwie da bei jemandem nicht funktioniert, in die Sessions
beizutreten, dann bitte einfach kurz Bescheid geben. Ja, ich glaube, wir sind wieder im Plenum, richtig, Karin? Genau. Alle Teilnehmerinnen wieder da. Sind beendet und alle sind wieder zurück. Ja, wunderbar. Dann hoffe ich, Sie hatten sehr interessante Diskussionen. Also die Gruppen, die ich beiwohnen durfte, war es wunderbar. Natürlich war die Zeit wie immer zu kurz, aber ich darf noch einmal erinnern, danach gibt es noch die Möglichkeit, dass Sie noch informell da bleiben und vielleicht noch Gespräche weiterführen oder sich noch austauschen, vernetzen und so weiter. Aber jetzt zu einem gemeinsamen Abschluss. Und ich bin natürlich super neugierig, wie es Ihnen so ergangen ist, wie es Ihnen geht, wie Sie sich fühlen, wie dieses Barcamp für Sie war. Und dafür haben wir jetzt auch noch eine kleine Wortwolke vorbereitet. Da würde ich meine Kollegin bitten, den Link in den Chat zu tun. Der ist schon da. Dankeschön. Und dann auch den Bildschirm zu teilen, sodass wir dann sehen können, wie das Barcamp für Sie in einem Wort war. Wir würden Sie bitte zu bitten, darauf zu klicken und dann wirklich einzugeben, ein Wort, das für Sie beschreibt, wie es Ihnen gerade geht und wie das Barcamp einfach für Sie war, dieses Mini-Barcamp, wo wir einfach schnell durchgaloppiert sind, und wo wir die Möglichkeit hatten, einfach so viel uns auszutauschen. Und mit diesem Bild hätten wir einfach gerne so einen Abschluss sozusagen, eine Stimme von Ihnen allen. Trauen Sie sich ruhig, noch gibt es keine... Da doch schon viel inspirierend, anregend, interessant, aktivierend. Interessant, aber wenig Neues. Okay, wir haben hier natürlich auch alte Hasen dabei. Lebend, erfrischend, guter Austausch, aktivierend, bereichert. Stressig, ja, das stimmt. Es war sehr, sehr dicht auch. Natürlich viel zu kurz, ja, ganz richtig, so ist es. Normalerweise dauert das ja, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, wirklich 2 Tage zum Teil, so, dass man dann wirklich viel Zeit hat, sich auch kennenzulernen. Aber es hat auch gepasst, super in der Kürze zum Kennenlernen, sehe ich noch. Hyper anregend, interessant, wissenswert. Wow, was für ein Wort. Tolle Methode. Sehr kurzweilig. Gut, ich habe verstanden, Sie haben sich zumindest nicht fadisiert, auch wenn es manchen vielleicht ein bisschen zu schnell gegangen ist. Viele Blickwinkel bewegend. Toll, spannend, vielfältig, wunderbar. Neue Erfahrungen. Andere fanden die Länge genau richtig, ja. Heute Abend hätten wir wahrscheinlich gar nicht mehr geschafft. Wunderbar, viele Infos. Sehr fein. Schön. Ich glaube, das ist sie, unsere Wortwolke, mit der wir sozusagen abschließen. Aber wir haben noch Zeit,
wenn ich jetzt so auf die Uhr schaue und bevor ich jetzt mit meinen organisatorischen Hinweisen den allerletzten starte, haben wir sogar noch Zeit für eine Mini-Mini-Runde. Falls jemand, wirklich jemand noch was sagen möchte, live hier mit Ton natürlich, gibt es irgendwas aus den Gruppen, die, was sich einfach lohnt für die Gemeinschaft, was alle mal hören sollten? Ein Satz, den Sie jetzt heraus ins Plenum mitnehmen möchten. Jetzt ist die Gelegenheit da. Vielleicht auch noch eine Ergänzung zu Ihrem Wort in unserer Wortwolke. Im Chat lese ich auch schon vielen Dank, viele Verabschiedungen schon. Ja, wunderbar. Dann freue ich mich jetzt auf jeden Fall über diese wunderschöne Wortwolke, die natürlich auch in unsere Dokumentation einfließen wird. Annabel Munding, bitte. Ja, danke für all die mutigen Menschen, die eine Session angeboten haben. Ja, den Dank kann ich mir natürlich nur im Namen des Teams auch anschließen. Vielen lieben Dank. Liane Keipel, Sie klatschen nur, oder wollen Sie was sagen? Sie klatschen, okay. Nein, dem wollte ich mich nur anschließen. Ja, okay. Gibt es sonst noch was? Möchten Sie noch irgendwas sagen? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, ich mag vielleicht noch sagen, ich bin teilweise dann nach solchen Sessions, diesem ganz besonders, sehr, denke ich, ist das alles viel. Und gleichzeitig finde ich es sehr unterstützend. So ist mir bisher immer so gegangen. Vielen Dank an alle, die es organisieren und an alle, die sich bereit erklärt haben. Vielen lieben Dank. Ja, und ansonsten darf ich mich noch bei meinem Team bedanken für die tolle Zusammenarbeit und vor allem natürlich bei Ihnen, liebe Teilnehmende oder liebe Teilgebende, müsste ich eigentlich sagen, weil ohne Sie hätte dieses Barcamp natürlich so nicht existieren können. Vielen herzlichen Dank und wir sind jetzt noch bis 19 Uhr da für informellen Austausch. Es wird auch noch Breakout-Räume geben. Aber jetzt offiziell auf Wiedersehen und danke.